Hallo und herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Hallo Darkseid, schön, dass du auch da bist. Ich muss gleich mal den Chat ausstellen. So, nur Befehl, das reicht. Ja, und wie man hier sieht, ist mir hier gerade ein... Also, ich war vorhin schon hier und da ist mir hier ein Creeper explodiert. Ja, so ist das. Verdammt ärgerlich, aber was soll ich machen? Und mein Bett hat er auch zerstört. Darum konnte ich auch nicht schlafen. Ich habe mich nämlich gewundert, wieso kannst du nicht schlafen? Alles kaputt jetzt. Alles kaputt gemacht. Ach, okay. Was machen wir heute? Ich habe eigentlich vor... Mal gucken. FPS laufen stabil. Ich habe ein bisschen an die Einstellung hier von Minecraft gearbeitet. Steht zum Beispiel oben rechts, habe ich jetzt 8 GB Arbeitsspeicher zugewiesen. Und all located, 30%, 2473 MB sind rund 2 GB mindestens, die in Verwendung sind. Mal gucken, ob das Ganze jetzt besser läuft, aber es scheint so, oder? Moment mal, ich muss doch mal gucken. V-Sync ist an, Welt 16, ja, es passt alles. So, neue Woche, neues Glück. Neues Glück hat ja nicht so funktioniert. Was machen wir heute? Erstmal gucken, ob hier alles in Ordnung ist, oder? Kurzen Rundgang, Kontrollgang hier. Was ist hier los? Genau, die Weberei, die haben wir ja soweit eigentlich grob fertig. Oben natürlich das, der Wohnbereich noch nicht, aber... Ach, genau, wir brauchen die Farbtöpfe. Wir brauchen die Färbertöpfe. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, das kann ich hier mitnehmen und ich brauche auf jeden Fall... Ich habe mir gedacht, das wären so große Tröge aus Fichtenholz, habe ich mir so gedacht. Die dann voll mit Wasser sind, ja, also es wären halt wie so Becken. Muss ich natürlich erstmal gucken, wie mache ich die Becken, genau. Ich höre gar nichts von der Musik. Ihr? Nicht? Auch nicht schlecht. Okay. Bam, 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 bam. Hier ist Eichenholz und... Können wir auch mal mitnehmen? Ja, das auch. Komm. Und oben als Umrandung. Okay. Komm, was soll's. Fangen wir einfach an. Machen wir einfach. Und der Stuhl knatscht hier schon wieder rum. Kann ja gar nicht wahr sein. Oh, wir sind wieder alleine. So. Da muss auf jeden Fall irgendwie, da müssen noch Türen rein, habt ihr recht, dass man nach hinten raus kann. Hier werde ich wahrscheinlich eine Mauer ziehen und dann, komm, erstmal gehen wir hier so rüber, ne? Na, da guckst du scharf, ne? So, und hätte der hier quasi so seinen kleinen Hof. Vorne möchte ich dann ein paar Bäume, vielleicht ein bisschen grünen machen, so wie mit einer kleinen Parkbank. Hallo? Ah, du freust dich, mich zu sehen, ich freue mich auch, dich zu sehen. Hab leider keine... Ich könnte den mit dem Schwert hier, könnte ich nicht? Na gut, dann nicht. Okay, also, ich möchte hier gerne 3 Tröge haben. 3 oder 2? Eigentlich lieber 2, ne? Einmal zum Vorfärben. Also, wartet mal. Wir haben das weiße Tuch dann und wir möchten rotes haben. Das heißt, wir nehmen rotes und packen das hier rein mit Farbstoff. Und hier könnten wir dann eins nehmen zum Auswaschen. Und dann brauchen wir hier noch einen Ständer, wo denn... Ja, das ist gut. Hallo Schaf, geh mal bitte zur Seite. Wobei, wir können das Ganze hier, wir fangen das hier an, wenn wir es hier anfangen. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2. Scharf zur Seite, habe ich gesagt. 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. So. Und darauf dann hier so die habe ich gedacht. Oh, hier sind so dann die Dinger, also die großen Truhen. Warum eigentlich 3? Wir können auch 2x2 machen, ne? Das ist halt dann viel praktischer, oder? Warte mal.
Bob, Bob, Bob. Ganz komisch mal wieder Minecraft zu spielen. Ich habe jetzt die letzten Tage immer The Elder Scrolls gezockt. Und Bob, Bob. Ja, die sind eigentlich auch vollkommen ausreichend, oder? Ne, die sind zu klein. Wenn wir große Tücher haben, das passt nicht. Wir brauchen große. Wie sieht denn das aus? Haben wir eine ganz, ganz alles riesengroß und das Einzige, was klein ist, ist dann hier... Nee. So, okay. Warte mal, wir könnten sagen 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Passt sogar. Passt sogar genau hin. Oder? Zwei so eine Dinger. Zack. Ja, wir brauchen mehr Holz. Aber wir brauchen natürlich auch, warte mal, wir brauchen natürlich auch hier links und rechts so eine, warte mal, die, machen wir das so? Was haltet dann davon, hm? So? So? Finde ich, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Oder lieber hier so. Und dann so, hm? Ja, Mad Wonders. Ich glaube, so gefällt mir das besser. So anders sieht es aus wie ein Haus, ne? Und es soll ja kein Haus werden. Es soll ja eigentlich nur... Zack. Schwupp. Und... Und weg und hopp. Zack, zack. Zack, zack. Da kommt dann Wasser rein, genau. So. Ach, ich habe ja heute. Ich hatte heute Berufsschule und hatte in der Schule einen Beitrag gesehen, der war echt interessant. Und zwar ging dieser Beitrag um. Nicht um Umrandungen, nein. Um. Ja, das ist zwar ein blödes Thema, um Sozialversicherung und sowas. Und da war halt. So die deutsche Geschichte auch so ein bisschen mit und was alles schief lief und was nicht schief lief und. War sehr informativ. Ich weiß leider nicht von welchem Programm beziehungsweise wo das aufgenommen wurde, weil es war aufgenommen. Das war halt noch eine Videokassette, eine VHS. Was? Ihr kennt keine VHS? Oh mein Gott. Schämt ihr euch denn gar nicht, wenn ihr keine VHS kennt? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, das sind halt zwei so eine Holzbottiche. Da kann man eigentlich schon bald wieder schlafen, ne? Zack. 1, 2, 3. Zack, zack, zack. So, so, so. So, zwei große Holzbottiche. Und ein Bett. Gute Nacht. Vielleicht kann ich was trinken. Oh ne, das ist noch zu heiß. Ei. So. Okay, dann hätten wir das auch. Die Schafe. Tja, Moment mal, wir könnten eigentlich... Ihr beide seid doch eh... du warst Kaschmir und du bist Mohair, ne? Genau. Ihr beide seid ja eh... Ist ja auch Musik. Ah, Musik. Ihr beide seid ja, ja. Genau, du bist Kaschmir. Du bist ein Hausschaf? Nein, du musst hier draußen bleiben. Genau. Und Kaschmir? Komm her, Kaschmir. Du bist Kaschmir, ja, ich weiß. Mohair, komm her hier. Wir könnten hier vorne so ein kleines Gehege bauen. Da, wo die Beine dann drin sind, mit so einem kleinen Stall. So als Aushängeschild, ne? Dass man, wenn dann Passanten vorbeigehen oder potenzielle Kunden des Webers gehen dann hier vorbei und sagen, oh, das sind aber schön gepflegte Schafe, die sind schön. Hier kann man bestimmt super Wolltücher und sowas kaufen und Handtücher. Ja, ist eine Augenwischerei, aber ist ja geil. Nein, okay. Treppen, ne? Man müsste eigentlich theoretisch hier Treppen hochmachen. Oder wir machen, hier sowas hoch, oder? Schwupp, schwupp, schwupp. So. Zwei so eine Treppen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee, oder? Einmal so, und einmal so.
Und darunter können wir doch die hier machen. 1, 2. 1, 2. Wie findet dann das? Findet das gut? Reicht, ne? Man kann dann hier so hochgehen. Geht auf den Rand und holt die Tücher raus. Unten, ja, ist klar. Da muss dann noch Holz rein. Das ist ja der Boden. Und der Boden muss ja auch ausgelegt sein, logischerweise. So, 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 so. Und hier kommt dann Wasser rein. Schönes Saunabad. Gefällt mir. Machen wir ein bisschen Platz hier. So. So. Warte mal. Wenn wir das jetzt so ein bisschen anders bauen, dann könnten wir doch theoretisch. Wir brauchen anderes Holz. Ja, komm, nehmen wir mal mit. Aber eigentlich wollte ich anderes haben. Ich wollte doch erstmal die Schilder können wir mitgebrauchen. Oh, wir müssen bald wieder Holz farmen. Unsere Holzvorräte gehen zu Neige. Langsam erst, langsam, Freunde. Ganz langsam. Und da ist der Seefalke. Und den müssen wir auch bald weiterbauen. Aber noch nicht heute. Ich möchte erstmal hier den Weber fertig haben, komplett. Ich bin ja sonst eigentlich immer so der Typ, der viele Projekte anfängt und dann nicht zu Ende bringt. Ich wollte gerade sagen, sind die Schafe abgehauen oder was? Aber heute machen wir das hier mal fertig. Genau. Also so und so und dann so und so. Mäh. Da brauchst du gar nicht meckern, Kaschmir. Kaschmir aus. Das ist ein Wachschaf, also hier müsst ihr aufpassen, ne? Und im Mohair ist ganz, 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 ganz gefährlich. Also wenn ihr Mohair auf die Füße tretet, dann, dann sieht er rot. Oder du, sie. Bist du ein R? Du freust dich, ne? Was auch immer. Also auf jeden Fall S. Oh, Anni, sei gegrüßt. Okay, das hätten wir soweit. Dann jetzt den hier, ne? Also, viel zu viel Holz wieder gebaut. Zack, 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 zack. Lalala, 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 lalala. So, dann so und so. Dann müssen wir hier raus. Und wir brauchen natürlich nicht zu vergessen. Wir brauchen auch sowas wie ein Entwässerungsventil. Na gut, wir könnten sagen, ich weiß nicht, oder sieht das so besser aus? Wartet mal, ja. Wenn wir da solche Platten nehmen, also solche Steine. Nee, wartet mal, Moment mal. Warum mache ich das denn sowieso so blöd? Ich bin doch doof. Oh mein Gott, bin ich doof. Guck mal, wir können das doch viel einfacher machen. Und zwar so, so und so. Und dann machen wir hier so ein. Machen wir Platz. Warte mal, ich möchte hier gerne. Ja, jetzt musst du da weggehen. Zack, zack, zack. Dann machen wir so, so und so. So, dann haben wir da auf jeden Fall diesen Aufgang quasi. Ne? Wir können hier so einen Aufgang machen. Wir machen hier diese. So. Zack, zack, dass man sich hier so festhalten kann. Zack, und dann hier hoch kann. Und dann hier rüber gucken kann.
Jetzt müssen wir die nur noch beschriften. Bom, bom, bom. Dann machen wir hier einmal. Farbbad. Darunter. Bitte nach Gebrauch. Ne, warte mal. Farbbottig. Schreibt man das so? Farbbottig? Nach Nutzung säubern. Passt nicht. Dann machen wir das so. Nach Gebrauch. Der Gebrauch. Groß, ne? Und dann säubern. Und dann machen wir das hier ganz oben. Farbbottig. Nach Gebrauch säubern. Ich denke nur, kann man leben. So, und hier, das ist dann das Spülbecken. Zack, ne? Damit wird dann das Tuch rübergeholt und wird gesäubert. Und dann regelmäßig säubern. So. Hier einmal nach jedem Gebrauch quasi und hier dann bei Bedarf. Dann machen wir hier. Dann machen wir da doch einfach. Wir imitieren quasi jetzt hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen polnisch vielleicht für den einen oder anderen. Für mich nicht, ich finde das gut, denn ich habe da was vor. Der eine oder andere kann sich vielleicht sogar schon denken, was. So. Da muss dann Erde hin. So, und jetzt brauchen wir Wasser. Ah, ihr wisst schon, was ich vorhabe, ne? Habe ich mir doch fast gedacht, dass ihr das wisst. Ich muss bloß mal gucken, wo genau diese Teile sind. Ja. Also wie gesagt, ich werde jetzt heute die Folge hier aufnehmen, die eine. Irgendwie ist hier ganz schön knapp heute, ne? So. Und haben wir irgendwas Nützliches? Nein, aber wir können uns schnell mal ein paar Sticks machen. So, 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 so. Okay. Und dann brauchen wir zwei davon. Eins. Zwei. Und Eisen. Ah, ich muss ins Bett und die Folge ist dann vorbei, wenn ich ins Bett gehe. Mensch, Freunde, das geht doch nicht. Wir wollen ja wenigstens das noch zu Ende bringen, oder? Wollen wir das noch zu Ende bringen? Sagt ja. Schreit mal alle laut, ja! Na, okay. Dann mache ich das nochmal mit euch. Schlafen kann ich eh noch nicht. Eins, zwei Eimer und ein bisschen das und ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und schwupp, schwupp. Nein. Eins. Zwei. Bumble, gute Nacht. Und dir auch gute Nacht, Annie. Schon geht's weiter. Richtig fix. Das machen wir jetzt nur schnell zu Ende und dann ist die Folge vorbei. Hab ich ja gesagt. Außerdem möchte ich gerne 20 Minuten vollkriegen und wir sind gerade bei 19 Minuten und ein paar zerquetschten. Von daher geht das schon klar. Oder? Ja. So. Dann wird das einfach. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach eine bisschen längere Folge. Wir machen jetzt hier einfach die beiden Tonnen jetzt hier, die beiden Bottiche komplett fertig. Und dann sind das halt ein bisschen längere Folge. Wird halt mal eine halbe Stunde ungefähr. Ich denke mal, sollte gehen. Oder? Da wird mir bestimmt keiner ein Bein abreißen. So. Da unten kommt Wasser rein. Und dann kommt hier eine Luke hin. Da drauf. Und hier oben
da? Das habe ich mir jetzt nicht vorgestellt. Wenn ich das jetzt wieder dran mache. Tja, wie kriege ich das jetzt anders? Wie kriege ich jetzt, dass der nicht befeuert wird? Das ist auch blöd. So. Oder? Ja, das ist jetzt nicht... Ja, dann kann er notfalls den da noch extra nach hinten machen, dann spritzt das dagegen und so kann er ziehen und dann ist wieder zu. Das passt schon. Das passt schon. Oder? Ja, doch, komm. So. 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 Erde und so. Weil wir könnten auch. Ne, können wir nicht. Na, das sind die Bottiche, da kann man dann ein bisschen Wasser ablassen. Und meh. Hier müssen wir jetzt auch Wasser reinmachen. Na, alles voll schon wieder, sowas Blödes. Ist das nicht das Hundskrabbler? Elite? Lad. Okay. So. Ihr habt recht, ich muss hier stehen, dann geht's schneller. So, ich finde, das sieht schon sehr gut gelungen aus, oder? Also eigentlich bin ich damit ziemlich zufrieden. So, na, hier kommt dann... Und da natürlich dann kommt auch... Soll ich das nochmal machen? So, zack, 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 zack. Schwupp, 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 schwupp. So. Ja, ich möchte hier gerne raus. Danke. Und fix nochmal zwei Eimer Wasser. Und dann haben wir gleich das Problem, dass Mohair und Kaschmir nicht zu trinken haben. Haben wir auch beseitigt. Zack und zack. Hier nicht. Da und da. Da habe ich gesagt, hier und da. Gleich die voll machen und rüber. Genau, jetzt müssen wir hier noch die Sachen raus. So, und die Becken, die macht natürlich der Weber selber voll mit Wasser, was er sich aus dem Fluss zum Beispiel holt. Also das sind so Sachen, die halt noch ganz traditionell geschehen. Zum Beispiel das Färben von Tüchern. Nicht wahr? So, okay. Ich denke, damit haben wir die Fässer eigentlich so gut wie durch. Das hier können wir schnell zumachen.
Und dann würde ich einfach sagen, ich mache hier ein Foto. Warte, geh mal hier lang. Und so. Und Foto. Ja, und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal, ne? Wenn es wieder ist, herzlich willkommen hier zurück im wunderschönen Falkenstein. Wobei, wir können es jetzt mal von oben gucken. Da sind die Fässer. Da. Perfekt. Alles klar. Dann tschüss.